Okay. Geschwindigkeit hilft. Ja, nächstes Jahr wieder. Ab ins Wasser. Next Step Party. Heute geht's auf die letzte Etappe. Siebte und finale Etappe. Es sind nochmal 47 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Und wir haben zwei mega coole Trail-Abfahrten. Es wird mega. Aber davor haben wir uns noch kurz abgefrischt und Lisi Osel getroffen. Heute ist es sauwarm, deswegen machen wir uns vorher schon ein bisschen nass. Und wir haben beobachtet, das machen nicht nur wir so, sondern sogar die Elite. Wow. Genau. Die gehört immer gut, ein bisschen was Frisches, oder? Oh ja. Wie gefällt dir die Transalp? Ja, traumhaft. So cool. Und wenn ich sowas sehe wie die, dann ist einfach so super entspannt. Nee. Auch bei Maxis ist vor dem Start immer einiges los, deswegen habe ich euch einen kurzen Zeitraffer angemacht. Guten Morgen, ihr Hübschen. Heute mit Attacke ins Ziel. Punkt 9 Uhr war es dann soweit, der Startschuss ist gefallen und es ging für uns auf die Strecke. Vorne ist noch neutralisiert, da fahren wir jetzt langsam drauf auf. Ich glaube, es geht bald wieder hoch. Oh ja, leider. Heute nochmal. Geil, schaut mal, da vorne tritt die Spitze. Und da kommen wir. Mittendrin statt nur dabei. Mit Freeride Inc. sieht man besser. Noch kleben wir ganz schön auf einem Haufen, aber der Appell läuft. Kann man so nicht sagen. Sondern? Dein Rock ist zu breit, deswegen kommen wir nicht vorbei. Ah. Diese Kellner. Schaut mal, wer wieder bei mir ist. Und das ist das Schöne bei der Transalp. Man hat immer die netten Leute um einen rum. Ja, und danke. Ja, danke schön. Dann wächst du so einer Familie zusammen, finde ich. Genau. Ja, ich habe es sehr schön empfunden. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt diese Tage. Wirklich einfach schön. Neben der wunderbaren Landschaft und die Petra natürlich mit dem coolen Sound. Das macht jedes Mal Freude. Endlich habe ich dich mal gefangen. Wie schön. Wie gefällt es dir? Ja, super. So einmal frei. Genau wie erwartet. So wie es Leben sein soll. Unsere Räder reiten wir wohl durch die Berge singen. Petra im Dirndl auch dabei. Haben wir immer was zu lachen mit Geschrei. Singen Single Trail, single all the way. Oh, it's fun, this is the ride, this is the single trail. Hey, Craft and Friends, grüßt Miri in der Heimat. Alles Gute und viel Spaß nächstes Jahr bei der Transalp. Viel Spaß, Miri. Wir haben jetzt noch neue Pläne. Die Enkelin ist 14. Nee, die ist 4. 4, oh shit. Ja. Das heißt, du musst noch 14 Jahren. Oh. Ist das Ziel mit dem Enkelin, mit der Ballina, Transalp fahren. Das klingt geil. Mega, ich bin dafür. Wo seid ihr her? Aus dem hohen Münsterland. Münsterland. Die Skate-Hauptstadt für mich. Ja, genau. Titus hat da richtig, richtig. Da geht es aber nur bergab meistens. Ja, deswegen konnte ich auch jetzt so gut mountainbiken, ja, weil ich BMX halt gefahren bin. Ach, sehr geil. Zumindest bergab geht's gut. Ja, ja. Ja, wir sind total stolz. Wir haben es als Team Masters heute in die Top 30 geschafft. Geil. Was eine ganz schöne Leistung ist bei 30 verbliebenen Teams. Ja. Aber wir sind stolz und wir fahren das jetzt zu Ende. Geil, weiter so. Kurve mit Ausblick. Die filmen wir natürlich. Ein Gruß geht raus an den Meininger Mountainbike Club. Das ist eure Auffahrt zur Nudelhütte. Hey, venga, hola Mexico. Oh. You're recording me. Yes. Good to see you again. Yeah. Number 3 podium yesterday. Yeah. This girl here. Legend. This gentleman here. YouTuber, yeah. V1. David. Hi. Immer noch Single, nehme ich an. Frisch gestärkt. Super. Jetzt die letzten 200 Höhenmeter hoch, dann runter, dann nochmal hoch und dann sind wir rüber. Yay! Yeah. Letzter Tag.
Bist du froh oder traurig? Kill. I'm knackered. So, lieber Meininger Mountainbike Club, danke, dass ich mit euch die Tour fahren durfte. Yeah, oben! Links, Achtung! Denn du da tief sind wir Opfer in den Bergen. So, lala. Links, Vorsicht. Links komme ich, danke. Danke. Easy. Aber ist das in euren Augen jetzt ein Trail? Das ist ja fast eine Schotterstraße, aber halt eine beschissene. Egal. Läuft. Jede mehr. So Mädels, das gleiche Spiel wie jedes Mal, Oleg. Dankeschön. Links. Attenzione! Komm rechts! Danke. YouTube-Kanal von dir. Hey!
Prima. Der Tennosee ist ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. So, jetzt bittelt er noch mal besser. Der ist schon auch ein schöner See. Also was höre ich hier? Es soll nächstes Jahr mehr Trail geben. Noch steiler, noch besser. Und mehr Bier in der Verpflegungszone. Ja, perfekt. Mehr Flowig, das war Flowig. Frag mal die Petra. Ja, die ist da runtergeflogen, das stimmt. Ja. Die ist an uns vorbeigesaut. Echt? Ja. Ja, machen wir irgendwas falsch, glaube ich. Ja. Technik perfekt da runtergefahren. Sehr gut. Mich ziehen sie bergauf immer alle ab und ich lache im Trail. V2, sorry, später im Ziel. So, mein dicker Freund, ich danke dir vielmals für die Verpflegung. Du warst immer so böse zu mir. War ein Spaß. Vielen Dank an euch. Können wir schon auf YouTube dann anschauen. Ja klar, natürlich. Natürlich. Und an das Rescue-Team natürlich. Mega Job, Jungs. Vielen Dank. Boah, und ich esse jetzt eine Ananas heute Abend. Eine ganze. Danke, ja. So, ich war gut am Weg. Böse Wurzel, jetzt habe ich mein Handy verloren. Klar, besser als ein Hinfall. Aber das hat mich auf jeden Fall ein Minütchen gekostet. Und die dritte ist wieder vor mir. Scheiße. Aber hilft dir nicht. Passt, ich hab alles. Danke, danke. Links, komm links. Danke. Ja, geil, das ist geil. Ich hab ihn gesehen. Voll schön. Jetzt hatte ich auch einen Platten, aber die Milch hat mir das Loch wieder gestopft. Kurz vorm Gardasee. Es ist unglaublich. Jetzt hoffe ich, dass ich durchkomme, spatze und mir ist es genauso gegangen. Also, ich hoffe, du bist gut im Ziel angekommen. Hab dich lieb. Tschüss. Iha! Genieß die Aussicht. Oh, Oleko! Oleko mio! And from Germany, Petra Zeller. Schön Wetterathlet. Wir sind jetzt in der Gesamtwertung auf 6 gewesen. Heute war irgendwie ganz schlecht. Aber wir wussten auch, dass wir Abstand haben, deshalb einfach nur noch ins Ziel fahren. Das also war's dann. Gesamt 6. bei den Teams. Ganz Art williger wie ich. Geschafft. Ja, endlich. Ja. Hat sie gefallen? Ja, aber ich hatte das, was du immer hast. Und zwar Leute, die nicht fahren. Aber ich konnte überholen. Weil ich bin gut weggekommen am Anfang. Und dann in der Abfahrt, auf einmal bei den losen Steinen, die Leute sind nicht gefahren.
Aber das Coole ist, es war nicht zu viel los. Ja, und heute war es breit, oder? Also heute war die Abfahrt ja recht breit, da konnte man so ein bisschen vorbei. Das war genau, Geschwindigkeit hilft. Und diesmal waren richtig geile Trails dabei. Und hat dir gefallen? Ja, richtig. War richtig super. Die Burn Babies! Geschafft! Wie hat es euch gefallen? Wie war die Woche? Geil! Mega! Nächstes Jahr wieder? Ja! Sophia, Papa hat es geschafft! Schon? Viele Grüße musst du noch sagen! Viele Grüße und bis später! Ciao! Ist sie da? Nee, aber ich fahre zu heim. Ah, keine Party mehr? Nee. Eieiei, nächstes Jahr mit Party, ne? Nächstes Jahr mit Party! Platten? Du bist also quasi in letzter Sekunde eingefahren? Sag mal. Was für ein Timing! Alter, ich war eine Woche Alpenpost. Geil, mega, mehr Trails bitte. Das war der Hammer, oder? Ein letztes Mal geht's für uns zu den Scotties, aber diesmal nur noch abgeben. Ab heute gibt's wieder mehr Federweg. Aber wobei, sicher. Ja. Wobei es schon super gegangen ist, das muss man zugeben. Also auch im Trail. Voll geil. Yeah, yeah, yeah! We did it! Yeah! Yeah! Girls, girls, girls! Congratulations! You are crazy downhiller, Petra! Die letzten zwei Tage hatten wir ein großes Battle Downhill-Uphill. Die sind mega im Uphill und ich im Downhill. You liked it, ganz an? Yeah, super. Yeah. Also, yes, it's really nice. It's fun. It's hard. Oh, yeah, it is. So, overall, you are third, I think. Yeah, I should be. Prost! 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 Was denn? Prost! Party heute Abend! Aber sowas von. Ja, ich war vorne. Heute waren wir nur mit einer. Mit einer Freundin alleine. Wie war es bei euch noch? Mädels-Team? Ja, super, wir sind da gesamt mit allen, auch mit den Riesenfrauen, wow! Wir haben es geschafft, unter 3 Stunden. 2 Stunden 55. Yay! Yeah. So mega! Cool. Besten Dank für eure Videos. Echt, die haben mich extrem motiviert. Freut mich. Hey, Nico! Hey, super! Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch! So klar. Danke, Marc, für die schöne Tour. Danke. Yay, hallo. Du bist auch schon mal gefahren? Ich bin auch schon mal gefahren, ja. Kannst du es empfehlen? Ich finde, man muss mal gemacht haben. Als wahrer Mountainbiker muss man es durchstehen, oder? Für auf alle Fälle. Vielleicht nicht unbedingt im Dirndl, also das ist ja nochmal eins draufgesetzt, auf alle Fälle. Und du hast ja schon ein paar Mal gemacht, oder? 50 Mal jetzt, 4,5. Also du kannst es empfehlen. Ja, aber die Fälle. Wobei, er hatte den Hubschrauberflug zwischen. Aufpassen müssen wir heute. Ja. Nächstes Jahr wieder? Nein! Nochmal, nächstes Jahr wieder? Warum? So ab ins Wasser mit dir. Naja, aber ein bisschen mehr Training wird nicht geschadet. Now we need to do greetings to Belgium. Hi, Mark. Get better soon. For you. Bye. Die Tochter hat Grüße vom Einhorn angeschafft. Wie heißt die Tochter denn? Ja, das ist die Livia. Die freut sich ungemein auf das Einhorn jetzt zu sehen. Dankeschön dir. Petra, das erste Autogramm, oder? Nee, mein zweites. Ich habe schon auf einem Rahmen unterschrieben. Handy? Unverplant, ja. Bei Maxis geht die Party früher los. Die Party beginnt übrigens um 7:30. Schon jetzt. Gardasee, wir haben es geschafft. Und jetzt geht's gleich ab ins Wasser. Yay, 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 ab ins Wasser. Oh, endlich. Eine Woche haben wir drauf gewartet. Jetzt haben wir keinen besseren Platz gefunden Vorsicht. Als den neben einem Kackhaufen. Aber gut, da hat die auch geschlafen. Geschlafen und Kack. Ekelige Ente. Eine EE. So, springen wir jetzt einfach rein, oder was? Yay, yay, yay! War gut? Voll! Next Step Party! Yay, da schwimmen auch schon andere Teilnehmer! Yay, du hast es geschafft! Ja! Und nächstes Mal nochmal, oder? Ich guck mal zur Familie. Ja, nächstes Jahr wieder!
Klar. Hat riesen Spaß gemacht. Also richtig geil. Trotz Wetterkapriolen, aber jetzt richtig cool, hier anzukommen. Seid ihr stolz? Ja! Yay, Prost! Geschafft. Essen ist da. Geht aber nicht hin, weil die Nudeln viel zu klein sind. Und schaut euch mal für 11 Euro am Gardasee, was es zum Essen gibt. Das ist echt ein Witz. Das ist nach unserer Etappe. Ja.